Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. So, wir wollen uns jetzt ein bisschen umschauen hier. Da haben wir die nächste Mission da hinten. Bevor ich die mache, würde ich ganz gerne erstmal noch zwei Aussichtspunkte mir schnappen. Und der eine ist da hinten. Auf geht's. Bisschen New York entdecken. Hat nicht mehr viel gemeinsam mit dem heutigen New York. Oh, schön. Ich habe auch so das Gefühl, das wird wohl hier die größte oder eine der größeren Städte sein. Hab schon drauf gewartet, wann endlich eine große kommt. Weil bisher waren wir eher in der Wildnis unterwegs. Ah, jetzt von Hausdach zu Hausdach wieder. Nein, ich wollte den doch gar nicht umhauen. Mann. Gibt doch gar keinen Grund dafür. Komm, hochklettern. Hopp. Zehn Meter noch bis zum Gipfel. Der Gipfelstürmer. Ah, wir haben es erreicht. Dann wollen wir mal synchronisieren. Schöner Ausblick von hier oben. Die Stadt scheint groß zu sein. So, und die restlichen Gebiete will ich fürs Erste noch nicht rein. Aber ich schnapp mir noch den zweiten Aussichtspunkt da unten. Jetzt erstmal ein gewagter Sprung. So, 350 Meter? Ja klar, kein Thema. Schön, schön. Ah, hier unten ein bisschen durch die Gassen raufen. Ich glaube, ich denke schneller als über die Dächer. Entschuldigung, liebe Dame. War keine Absicht. Wir sind an der Küste. Der Hafen von New York sieht heutzutage auch ein bisschen anders aus. Oh, wo haben wir ihn denn? Da oben. Hep. Und hoch geht's. Komm, Shay. Okay. Dann mal ein schöner Abgang. Nein, doch nicht so. So, jetzt aber der schöne Abgang. Im zweiten Versuch. Und dann ab zur Mission. Bin echt gespannt, wie es weitergeht. Die Story ist unheimlich fesselnd momentan.
Hm, ein bisschen durch die Hinterhilfe. Na, kannst schon wieder runter. Ich bin auch sehr interessiert an, welche Schauplätze wir noch zu Gesicht bekommen. Ein langer Marsch und ein kurzer Fall. Shay, Colonel Monroe hat uns alles berichtet. Ihr, Sir, seid töricht. Aber danke. Master Cormac, es tut mir leid, euch zu belästigen, so kurz nach eurer Genesung. Nein, ich habe genug vom Eingesperrtsein. Dann könntet ihr einem Freund aus einer Notlage helfen? Er hat ein Verbrechernest entdeckt, das seltsame Waffen herstellt. Seht ihr? Kugeln so laut und hell wie Feuerwerk. Könnten wir bitte einen Moment allein sein? Sein Name ist Christopher Gist. Er steckt bis zum Hals in der Patsche. Ich fürchte, die Mistkerle hängen ihn wie ein Hund. Es sind schon zu viele Unschuldige gestorben. Gut. Die Schurken sitzen im alten Fort Arsenal. Ich muss dringend nach Albany. Bitte sagt Gist, er soll dorthin kommen. Habt ihr gehört, meine Gute? Im alten Fort wird ein Mann gehängt. Oh, das sollten wir uns auf keinen Fall entgehen lassen. Oh, wir haben ein Zeitlimit. Ich habe noch kurz zugehört, dass im alten Fort jemand gehängt wird. Christopher vergisst natürlich. Eigentlich haben wir viel zu viel Zeit. Das bedeutet, da wird noch einige Stolpersteine im Weg liegen. Knallkörper. Der Knallkörperpfeil sorgt für einen Tumult, der jedermanns Aufmerksamkeit erregt. Er ist perfekt geeignet, für eine Ablenkung zu sorgen. Okay. Spannend, nicht? Mal sehen, wer sich noch für mich interessiert. Leider alle. Soll heißen, einmal darüber bitte. Gebt mal ein bisschen Tempo hier. Alle gemeinsam. Dankeschön. Oh Mann, wie komme ich da am besten rein? Da jedenfalls nicht. Über die Tür? Nein, auch nicht. Hier entlang. Erstmal hier rüber. Oh Mann. Komm schon, menschliches Schild. Einmal zack, ihn weg. Okay, ich muss mich kurz mit denen anlegen hier. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein. Schön, wie der mich getroffen hat. Zack. Oh Mann, der trifft mich, aber ich ihn nicht. Das missfällt mir doch sehr. Was macht denn mein... Oh Mann. Das war so nicht gewollt. Komm schon, Leben, regeneriere dich schnell genug, denn ich hab's leider eilig. Sehr, sehr eilig. Das Zeitsche schießen, das Zeitsche schießen. Zack. Na toll, ich kann mich nicht verteidigen. Wieso kann er mich denn nicht verteidigen?
Oh oh, jetzt wird's eng. Jetzt darf nichts mehr schief gehen. Oh Mann. Jetzt ist gerade was schief gegangen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Verteidige dich, komm schon. Komm schon. Verdammt, noch eins. War das knapp. Respekt, Shay. Ihr habt sie aus ihrem eigenen Bau verjagt. Woher weiß der eigentlich meinen Namen? Ich suche nach einer neuen Unterkunft. Wartet aber besser noch mit dem Türschild. Vielleicht sind ja noch ein paar auf ihrem Schiff. Seht, ihr Vogel nistet gleich dort drüben. Die Morrigan. Was sucht die hier? Das ist mein Schifffreund. Bitte um Entschuldigung, aber ich muss sie mir von diesen Sträuchen zurückholen. Wartet! Das könnt ihr doch unmöglich alleine tun. Helft mir, wenn ihr könnt. Hilfe wäre nicht schlecht. Spitzt Augen und Ohren, Shay. Hier sind überall Banditen und die meisten sehen aus wie unbescholtene Bürger. Sie haben auch schon die Leute heimgesucht, die mich gesund pflegten. Sicher brave Leute. Durchaus. Vielleicht kennt ihr sie. Barry und Cassidy Finnegan. Hab sie nie gesehen, aber kannte ihren Sohn. Vorsicht jetzt. Die Halunken können überall sein. Mit Geräuschen könnt ihr sie rauslocken. Oh, ich habe Besseres als das. Nun, ihr scheint mir mehr als in der Lage zu sein. Ich sag euch, es fehlt uns an Leuten. Bandenschleicher. Schleicher lauern im Hinterhalt und versuchen beim Angriff unsichtbar zu bleiben. Man kann sie bekämpfen, indem man ihre Angriffe pariert oder Knallkörper benutzt, um sie herauszulocken. Außerdem weist ein der Kompass bei der Benutzung von Adlerauge auf den nächsten Schleicher oder Anführer hin. Ein Schleicher ist in der Nähe. Benutzen Sie Adlerauge, um ihn ausfindig zu machen. Wenn ein Schleicher sie zuerst entdeckt, greift er an. Alles klar. Ich suche eine neue Mannschaft für euer Schiff, falls ihr überstürzt abreisen wollt. Komm schon. Verdammt. Ja, ich sehe dich. Und hab dich. Hab dich. Ich mach das lieber auf die brachiale Weise. Ich meine, was soll der Geiz? Bitteschön. Nummer 3. Was hat sich dann mit den Schleichern? Denn da hinten lege ich mal schlafen. Ach komm, bevor der mir da wieder aufwacht. Zack. Oh, verdammt. Von da kann er mich nicht treffen. Nein, hast du nicht. Aber ich kann ihn einfach nicht treffen. Zumindest nachladen kann ich mal. Unmöglich, ich kann ihn nicht treffen. So ein Scheiß. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Leider getroffen. Ein bisschen schneller nachladen wäre ganz toll. Ich habe leider keine Stundenzeit. So, nachladen. Diese Schleicher sind nervig. Ich muss da hoch. Wir machen einfach verdammt viel Schaden. Na dann, ab nach oben. Komme ich hier noch höher? Ich müsste doch außen entlang. Genau so. Dann wollen wir das mal durchschneiden. Die Assassinen können uns mal.
So, toll. Jetzt soll ich die Schleicher töten. Na, ganz toll. Kann er was geben. Dann will ich mal nach unten. Ich meine, wo können sich noch welche verstecken? Eigentlich nur unten. Oh, ihr Schleicher, ich komme schon zu euch. Oh Mann. Okay, wo denn? Knallkörper. Nichts zu sehen. Oh Mann, jetzt bin ich hier auf der Suche nach Schleichern, als ob sie mich überhaupt interessieren. Da. Na, du nervst so oder so. Zack, hab ich dich. Oh oh. Gasmaske hilft da. Einmal Deckung durchbrechen. Musste leider sein, du warst im Weg. Von wo aus? So ganz in der Nähe. Nein, ich hab dich. Da haben wir den letzten. Zack. Ein feines Schiff. Und wie versprochen habe ich eine Crew gefunden. Eine Position habe ich unbesetzt gelassen. Sagt Jay, habt ihr einen ersten Mat? Er ist lange fort. Dann habt ihr einen neuen Mat, Captain. Willkommen an Bord. Willkommen an Bord, so sieht's aus. Als euer erster Mat dürfte ich das nächste Ziel vorschlagen. Der Colonel erwartet, dass ich Bericht erstatte. Brillante Idee. Colonel Monroe sagt, er sei in Albany. Mission abgeschlossen. Prächtig! Na, ich würde schon ganz gerne aufs Schiff, ne?
Hep. Wo haben wir sie denn in die nächste Mission? Wahrscheinlich hier da unten. Wahrscheinlich da unten, ja.